Bist du es, Morgan? Meine Güte, bist du groß geworden. Ja. Wie geht es deinem Vater? Papa geht es gut. Er hat mir die Führung des Schiffes übertragen, damit ich die Grundlagen lernen kann. Er muss unglaublich stolz auf dich sein. Na klar, kann er ja auch, ne? Er ist stolz auf uns. Fang mal wieder oben an. Weißt du etwas über die goldene Schildkröte? Tut mir leid, aber ich habe noch nie von ihr gehört. Tanner. Hast du von Buckleberry Tanner gehört? War das nicht ein großer Forscher? Das stimmt. Was noch? Ich weiß, dass er damals Gouverneur der Insel war, bevor ich hier ankam. Aha. Onkel Eduardo. Kennst du Onkel Eduardo? Ich habe ihn vor Jahren gesehen, aber gehört, dass er auf See verloren gegangen war. Er wurde kürzlich auf der Insel gesehen. Das sind gute Neuigkeiten. Ich hoffe, du findest ihn. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er nicht ehrlich ist. Weißt du, wo Hillary sein könnte? Ich wusste nicht, dass er zurück auf der Insel ist. Er kommt und geht so regelmäßig im Moment. Hillary hat einen reichen Kaufmann gekidnappt und hat wahrscheinlich auch Onkel Eduardo bei sich. Jetzt warte mal eine Minute. Warum denkt eigentlich jeder sofort, dass Hillary zu nichts Gutem fähig ist? Scheint so zu sein. Na? Wem mache ich etwas vor? Es ist sicherlich er. Hillarys Schlupfwinkel. Hat Hillary einen Schlupfwinkel auf der Insel? Ja, aber er hat mir nie gesagt, wo er liegt. Er denkt, dass er mich damit schützt oder so. Ich werde ihn bestimmt niemals finden. Wenn irgendjemand weiß, wo der Schlupfwinkel ist, dann Diablo. Was? Alessandros erster Offizier. Du meinst Diego? Natürlich. Frag ihn. Er ist in den letzten Jahren immer vertrauter mit Hillary geworden. Aha. Diego. Ich muss mit dir reden. Wirklich? Diablo. Warum nennt Nathaniel dich Diablo? Weil er verrückt ist und Angst vor mir hat. Hillary? Erzähl mir von deiner Freundschaft mit Hillary. Nathaniel hat getratscht, nicht wahr? Ja. Es ist also wahr. Du bist mit Simpkins befreundet? Ja, wir trinken ab und zu ein Glas zusammen. Sonst nichts. Was ist mit seinem Schlupfwinkel? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Alessandro. Ich glaube, du missbrauchst das Vertrauen meines Vaters. Du weißt gar nichts. Captain Spielen gibt dir keine Einblicke in Männerfreundschaften. Der Captain ist wie ein Bruder für mich und ich würde ihn nie hintergehen. Er würde ich mir ein Beiner packen. Dann beweise es. Das habe ich bereits so viele Male getan. Dein Vater weiß, wo meine Zugehörigkeit liegt. Dann beweise es mir. Wenn du Beweise brauchst, werde ich dir helfen, Hillarys Schlupfwinkel zu finden. Geht doch. Aber der erste Offizier meines Vaters hat eine ungewöhnliche Kraft. Warte mal. Kann man denen dann vielleicht nicht sagen, pass auf. Dass der uns jetzt hier oben bei dem Mosaik hilft, wenn er doch so kräftig ist. Diego, kannst du diese halbe Platte aus der Mosaiksäule entfernen? Mein Gott, ist das ein Schrank. Das kann ich nicht mit bloßen Händen.
Ich brauche auch ein Werkzeug dafür. Kein Thema. Diego, kannst du sie nehmen? Heute ist nicht mein Geburtstag. Betrachte es als verfrühtes Geschenk. Diego, kannst du diese halbe Platte aus der Mosaiksorte... In Ordnung. Achten Sie auf herumfliegende Bruchstücke. Muss ich jetzt irgendwas machen? Wow! Das war beeindruckend. Ja. Sehr beeindruckend. Hier ist es. Sieht so aus, als hätte es die Zerstörung ohne weitere Schäden überstanden. Okay, jetzt müssen wir doch die Beinsteinplatten zusammenfügen können. Weißt du was davon? Boah, der ist aber auch ein Schrank. Lecko funny. Hier hoch. Wow. Frau. Ja? Percy. Ich habe herausgefunden, wer sie während ihrer Krankheit vertreten hat. Es war Percy. Der Gärtner des Gouverneurs? Ja. Ja, er hat auch die zerbrochene Platte mitgenommen. Aber nur, weil er sie für nutzlos hielt. Ach, danke, Morgan. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Bitte, nehmen Sie das als Beweis für meine Dankbarkeit. Nehmen wir gerne an. Zwei Dublonen. Danke. Können wir ihr das jetzt zeigen? Okay. Also nicht. Was machen wir denn jetzt damit? Was bringt uns das? Wofür brauchen wir noch Diego? Nochmal Sancha fragen, bringt wohl nichts, wa? Hallo, Sancha. Hallo, Morgan. Hilaris Schlupfwinkel. Hilaris Schlupfwinkel liegt auf der Insel, aber Nathaniel weiß nicht wo. Ich auch nicht. Was bedeutet, dass wenn er hier irgendwo sein soll, dann auf der dunklen Seite der Insel? Das ist ein großer Bereich, den wir durchsuchen müssen. Geh doch nicht hin. Fürchterliche Dinge leben in dem Bereich der Insel. Kein Inselbewohner würde sich jemals dorthin verlaufen. Was für fürchterliche Dinge? Ja, das würde mich auch mal gerne interessieren. Ich weiß nicht. Ich war noch nie dort. Der Letzte, der dorthin gegangen ist, kam nie wieder zurück. Dunkle Seite, wo könnte die denn sein? Wo könnte die dunkle Seite sein?
Schauen wir uns mal durch. Vasco? Ja, Senorita? Hillarys Schlupfwinkel. Ich suche nach Hillarys Schlupfwinkel. Können Sie mir helfen? Nein, tut mir leid. Aber vielleicht habe ich einen Hinweis. Hillary hat das fallen gelassen, als er eben auf dem Platz war. Dieses Gehäuse ist riesig. Ich habe noch nie einen Vogel gesehen, der groß genug ist, ein solches Ei zu legen. Vielleicht hilft es Ihnen, den Schlupfwinkel zu finden. Eine seltsam aussehende halbe Eierschale. Wenn wir hier nochmal fragen. Nathaniel? Hallo, Morgan. Okay, das geht nicht, aber wir haben eine Eierschale. Wen könnten wir fragen? Dass wir dann den Schlupfwinkel da finden. Weißt du was damit? Weißt du irgendwas? Fragen wir ihn nochmal. Hi Diego, wie geht's? Mein großer Zeh juckt. Hast du einen Vorschlag? Eierschale. Platte. Das. Okay. Puh. Große Eierschale. Vielleicht weiß Percy ja irgendwas. Hallo, Percy. Hallo, Miss. Mosaik. Ich habe die zerbrochene Platte. Aber das Mosaik wurde zerstört. Es tut mir leid. Ah, keine Sorge. Das hässliche Ding war die Idee des Gouverneurs. Ich werde ihm sagen, dass es vom Inselgeist zerstört wurde. Das fängt ja auch schon so an. Okay, mehr weiß er leider nicht. Und die Miss Brown, die konnte man nicht mehr, ne? Die konnten wir nicht mehr fragen, ne? Hallo, Miss Brown. Guten Tag, Morgan. Doch, Schlupfwinkel. Da Sie für den Gouverneur arbeiten, wissen Sie vielleicht, wo Hillary seinen Schlupfwinkel hat? Was hat das damit zu tun, dass ich für den Gouverneur arbeite? Weiß der Gouverneur nicht über alles Bescheid, was auf der Insel passiert? Der Gouverneur ist viel zu wichtig, als sich um die Machenschaften eines kleinen Mannes wie Hillary Simpkins zu kümmern. Warte mal, wir haben doch da... Geh nochmal hoch. Wir haben doch da eine Karte auf der Wand hängen. Vielleicht bringt die uns weiter. Hillarys Schlupfwinkel kann überall sein. Ich brauche einen weiteren Hinweis, damit ich ihn finden kann. Ja, eine Eierschale haben wir. Kannst du was damit anfangen? Anscheinend ja. Haben Sie so etwas vorher schon einmal gesehen, Miss Brown? Ich nicht persönlich, aber ich kenne Leute, die haben so etwas schon einmal gesehen. Vor ein paar Jahren schickte der Gouverneur ein Team aus, um die andere Seite der Insel zu überwachen. Nur die Hälfte kehrte zurück. Was ist passiert? Die Überlebenden schrieben einen kurzen Bericht über Monster, die sie verrückt gemacht hatten. Okay. Der Gouverneur war wütend und zerriss den Bericht.
aber ich habe die